Gefertigt vom großen... Jol und Graumähne, höchst versöhnt. Frisches. Gibt es Neuigkeiten von den Alikir? Endlich. Ich kann in Frieden leben. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Ich kann euch nicht genug danken. Nehmt diese Belohnung. Als ich fortging, konnte ich etwas von meinem Reichtum aus Hammerfell hinausschmuggeln. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Für den Moment erhalte ich meine Tarnung hier aufrecht. Ihr seid mir in der beflaggten Meere immer willkommen. Mhm. Diese Graumähnen sollen verdammt sein, wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das... Die Zukunft vom Himmel kommt! Die Zukunft kommt an! Skjör sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder sagt... Ein weiterer gut erledigter Auftrag. Ihr habt euch eure Bezahlung und meinen Dank redlich verdient. Skjör hat vorhin nach euch gesucht. Keine Ahnung. Er will nur mit euch reden, bevor ihr etwas anderes macht. Ich mach ihn nicht gern wütend, aber es gibt Arbeit für euch, wenn ihr wollt. All diese jungen Hüpfer, die herumflitzen. Manche denken, ich sei nicht intelligent. Die kriegen meine Faust zu spüren. Aber euch mag ich. Der Grund, weshalb ich mir Sorgen mache. Vor ein paar Jahren ging es mir nicht gut und ich begann zu trinken. Aber Wigner hat mir diese Schwäche ausgetrieben. So viel Glück könnte man ihnen... Dann gehe ich mal. Ich wünschte mir, dass mehr in unseren Reihen solche Fragen stellten. Ich betrachte die Gefährten mittlerweile als eine Art Familie. Ich habe schon an der Seite jedes Mannes und jeder Frau hier gekämpft. Die Bande des Schweißes sind stärker als die des Blutes. Ich würde jedem hier mein Leben anvertrauen. Und das könnte ich von den Milchtrinkern, die mich aufgezogen haben, nicht behaupten. In der Tat, eure Zeit, so scheint es, ist reif. Letzte Woche besuchte uns ein Gelehrter, der angeblich weiß, wo ein weiteres Fragment von Wutrat zu finden ist. Mir schien er ein Narr zu sein. Aber falls er recht hat, verlangt die Ehre der Gefährten, seinen Hinweisen nachzugehen. Dies ist nur ein einfacher Botengang, aber die Zeit ist gekommen, ihn zu eurer Prüfung zu machen. Schlagt euch ehrbar. Und ihr werdet ein wahrer Gefährte. Farkas wird euch auf dieser Unternehmung als Schildschwester begleiten, Welpe. Er wird euch alle Fragen beantworten. Enttäuscht uns nicht und passt auf, dass er nicht ums Leben kommt. Ihr müsst euch noch beweisen, Welpe. Wutrat ist ein Relikt Iskramors. Anhand dieser Waffe können wir unsere Linie direkt zum ersten Herold der Menschheit in diesem Land verfolgen. Die Fragmente, die wir haben, zeigen wir voller Stolz. Aber wir sind ständig auf der Suche nach weiteren.
Bis zum nächsten Mal. Ich frage mich immer noch, warum Skior euch überhaupt reingelassen hat. Mein Schild hat einen schlechten Griff. Könntet ihr euch das bitte mal ansehen? Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvasken. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem vertraut machen. Wenn ihr so alt wie ich werdet, werdet ihr den Geruch des Blutes vermissen. Merkwürdig, ich weiß. Wenn der Zirkel vor euch birgt, muss Kommt ich seine Einschätzung respektieren. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Das heißt aber nicht, ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut wie Wigner. Und ich kann sie mir... Hab gehört, dass ihr letzte Woche ein wenig Ärger in... Nähe von Einsamkeit hattet. Ich habe gehört, Schläger, die ich für die Schmetterschildfamilie mitgebracht habe. Es bedeutet zum einen, mehr untätig in Weißlauf herumzuhängen, als mir lieb ist. Aber wenn es ans Eingemachte geht, gibt es niemanden in Himmelsrand, den ich lieber an meiner Seite hätte. Es bedeutet, jeden Morgen zu wissen, dass man sterben könnte. Und sein Leben lang um jeden Atem zu kämpfen zu müssen. Ich weiß nicht, wie diese bequemen Fürsten jeden Tag aus dem Bett kommen. Warum sich überhaupt die Mühe machen, wenn man ohnehin nicht lebt? Bis zum nächsten Mal. Ihr müsst euch noch beweisen, Welpe. Ich hoffe, dass ihr bereit seid. Bis zum nächsten Mal. Der neueste Rekrut, richtig? Moment. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten wirklich beitreten dürfte. Wir kommandieren uns aber ständig herum. Mittlerweile... Krieger sollten den älteren Kriegern zuhören. Sie haben nämlich... Reiche emporgestiegen, um das Reich des Geistes zu regieren. Ihr seid gekommen. Heute nehmen sie euch den Glauben. Aber was wird morgen sein? Was dann? Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so. Mögen die Göttlichen euch segnen. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Prächtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Genießt euch! Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt.
Da hält. Und na. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Lasst mich wissen, wenn ich euch sonst noch irgendwie behilflich sein kann. Wir können uns niemals ausruhen, denn Baalgroofs Feinde. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Besucht ihr. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Ich persönlich ziehe ja meine Bücher und Zaubersprüche vor. Ihr sucht meinen. Seid ihr verheiratet? Hier steht ihr und sprecht mit einer verheirateten. Es sind doch schon genug Fremdlinge in Himmelsrand. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Möge euer Schwert schärfer, eure Zunge schärfer sein. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Ihr da, die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Wir sind Vampirjäger. Wir suchen und vernichten diesen blutsaugenden Abschaum, wo immer wir ihn finden. Ihr scheint nicht zuzuhören, wie fast alle anderen hier. Habt ihr nicht gehört, dass die Halle der Wachsamkeit von Vampiren zerstört wurde? Sie haben die Bedrohung nie ernst genommen. Und jetzt mussten sie dafür zahlen. Die Wächter jagen hauptsächlich Anhänger der Dedra. Deswegen traf es sie besonders hart, als sie gegen die Vampire vorgegangen sind. Deshalb hat unser Anführer Isran die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Wahre und ernsthafte Vampirjäger. Ha, ihr werdet Isran gefallen. Geht zur Festung Dämmerwacht, südöstlich von Rifton, und sprecht mit ihm. Er wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt, der Dämmerwacht beizutreten. Meldet euch bei Isran auf Festung Dämmerwacht. Und beeilt euch, wenn ihr es ernst meint. Die Vampire werden bald wieder von sich hören lassen. Kämpft wacker. Wenn ihr in Weißlauf Ärger macht, werde ich euch persönlich in den Kerker von Drachenfeste werfen. Wenn ihr Tränke braucht, solltet ihr bei Arcadias Kupferkessel vorbeischauen. Sagt mir, glaubt ihr an den mächtigen Arkai, den Gott des Lebens und des Todes?
Nun, wie ich bereits sagte, Arkai ist der Gott des Lebens und des Todes. Seine Tempel und Hallen der Toten findet ihr überall auf Tamriel. Priester von Arkai, so wie ich, vollziehen die Rituale für die Toten und trösten manchmal die Trauernden. Wir halten auch ständig Ausschau nach solchen, die die bösen Künste der Totenbeschwörung praktizieren. Ich habe gefragt, weil ich gehofft hatte, ihr könntet mir helfen, etwas zu finden, das ich verloren habe. Mein Amulett von Arkai. Es ist die Quelle meiner göttlichen Kräfte und ein heiliges Amtszeichen. Ich habe es in den Katakomben verloren. Ich würde danach suchen, aber ich habe dort unten Geräusche gehört. Ich fürchte, die Toten sind ruhelos geworden. Ohne das Amulett habe ich nicht die Macht, mich ihnen entgegenzustellen. Wäret ihr bereit, danach zu suchen? Ich werde einfach hier warten und darauf achten, dass nichts Böses die Katakomben verlässt. Möge Arkais Segen mit euch sein. Ich verbringe so viel Zeit mit den Toten, dass ich manchmal vergesse, wie sehr ich die Gesellschaft erlebe. Oh, Arkai sei Dank! Bitte nehmt dieses Gold für eure Bemühungen.
Möge Arkai sehen. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind.